Du fährst den Güterzug GB42-300 von Tharandt nach Oederan. Rüste deinen Zug auf und stelle die untere Zugart ein. Deine Vmax beträgt 80 km/h. Habe etwas Geduld, bis du HP1 erhältst.
GBE 43200, hätte ich jetzt nochmal. Ja, 43200, ich höre dich. Ist das der 43200 auf dem Weg nach Oederan? Ja, da will ich hin mit meinem Zug. Warte mal, wo bist du jetzt? Nur, ich komme jetzt schon langsam der Rampe nach Klingenberg hoch. Du musst mal ein bisschen Bremse anziehen, weil ich dich auf die Seite nehmen muss. Der Vorweg ist noch blockiert. In Ordnung, hab ich verstanden. Ich warte aufs grüne Licht. Ja klar, kannst du hier trinken oder Kippchen rauchen. Doch, wir müssen ja wohl mal Zeit sehen. Oh. Ja, sofort dann kriege ich mal Kaffee.
43200 nach Oederan von Freiberg, bitte nochmal. Der 43200 für Freiberg. Läuft heute nicht so glatt, ne? Du müsst jetzt am HP0 in Freiberg noch einmal warten. Wieso denn? Ich hatte gerade so einen guten Lauf. Da ist noch ein Regionalzug vor dir. Moment. Ah ja, genau. Der braucht noch ein bisschen. Könnte länger dauern. Aber du weißt ja, nur nachts haben die Güterzüge Priorität. Ansonsten wären sie aus dem Rand gefahren. Oh nee, ich wär blöde. Ja, weiß ich nicht. Wenn die jetzt einmal alles hier so trödeln, dann haben wir den Salat. Ich möchte einmal mit Experten zusammenarbeiten und nicht geklappt. Ihr zwei haben ja jetzt immer Zeit, da kann ich dir mal erzählen, was mir heute Morgen passiert ist. Ist nämlich irgendwie alles rund gelaufen. Also heute Morgen ruckelte mein Auto auf der Herfahrt. Leistung wie rapide, Zylinderköpfdichtung. Ja, das war's jetzt. Mein Auto ist eben auch eine alte Karre. 96 Astra mit 247.000 auf der Uhr. Ich verdiene alleine, riesen Schulden haben wir auch. Und den alten Bauernhof, also von meiner Baujahren Eltern, den wir seit 16 Jahren umbauen. Die Schwiegereltern wollen auch da, hochbetagt. Meine Gerda ist 56, seit Rente arbeitslos, macht einen Bündschöpf, jetzt rufen wir für 6 Monate in so einem 1-Stück Etageladen, das machen wir auch nicht, uns haben sie 89 nicht geschenkt und jetzt auch nicht. Da ist immer mit dem Arsch an der Wand, und bei der Bahn ist ja auch nicht anders. Ich bin schon 4-mal versetzt worden, erstmals Dresden, Friedrichstadt und Vorderwende, dann 92 nach Meißen, nach einem Anpassungslehrgang, 94 nach Birna. Sehr interessant, wegen dem ganzen grenzüberschreitenden Güterverkehr, aber bloß 5 Jahre. 99 nur noch nach Gems, also Ilmersdorf, die Güterbahnhöfe. Jetzt hier der FDL. Manchmal ist es echt zum Kotzen. Na, wir haben unsere Gäste, die hier im letzten Jahr zu uns gekommen sind. Ich sehe die ja jeden Tag hier in Freiberg, wenn du in die Stadt reinfährst. Das war mit dem Kopftuch und so. Auch noch merken, dass denen keine gebratenen Hühner in den Mund reinfliegen tun. Das wird schwer für die Bären. Mag in Syrien oder wo die Leute auch immer hergekommen sind, schlimm genug sein mit Krieg und so. Wir sind wirklich nicht ausländerfeindlich. Aber von Politik wollen wir hier jetzt irgendwie anfangen. Das kriegt den totalen Hals, das bringt auch alles Zichte. Jetzt habe ich dich bald mit meiner ganzen Lebensgeschichte unterhalten. Mal gucken, ob wir schon fertig sind und du weiterfahren kannst. Nee, jetzt heißt es nochmal warten. Ich hoffe, deine Stimmung ist heute ein bisschen besser, als ich drauf bin. Auch uns geht's soweit gut. Ich habe 2 Kinder, Mädels, mein Mann ist selbstständig und wir wohnen in Hellerau, sehr schön, ein historisches Häuschen. Na, der Schichtdienst ist auch nie das Wahre. Du siehst tagelang die Familie nicht und die Kinder vermissen doch ihre Mutti. Eine ist 16 und die Kleine, also Nicoles Schwester, Emily, ist 9. Meine Große hat ja nur auch Englisch und sogar Französisch an der Oberschule. Naja, da wären die Kinder fit gemacht für die Zukunft. Wenn nur nicht immer so viele Stunden ausfallen tun würden. Die beiden haben schon gesagt, Mutti, also so wie du, zur Bahn gehen wir mal nie. Nicole will ja Abitur machen und dann will sie vielleicht zur Polizei als Kommissarin. Das kann sie ja da in der Nähe von Görlitz studieren. Aber nur, wenn sie das auch körperlich schafft. Mit den Noten mache ich mir bei der keine Sorgen. Und wenn sie dann Beamtin ist, kann sie auch nur innerhalb des Freistaates versetzt werden. Sie war sogar schon mal auf der Internetseite der sächsischen Polizei. Das ist offenbar total interessant, was da steht. Und die suchen ja momentan absolut viele Leute. Das wird wohl auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Denn für die Sicherheit der Bevölkerung gibt es doch noch viel zu tun. Wir leben eben in unsicheren Zeiten. Emily, unsere Kleine, weiß noch nie, was sie werden will. Irgendwas mit Tieren, so am liebsten mit Pferden, möchte sie später mal machen. Ich stamme übrigens direkt aus der Freiberger Ecke hier und habe früher in Weißenburg gewohnt. Schon seit Mitte der 80er fahre ich auf der Lok. Gelernt habe ich auf elektrisch, also 143er und den Hochleistungscontainern. Aber auch die eine oder andere Knädelpresse von den Tschechen war dabei. Nach der Ausbildung war ich in Dresden-Altstadt an der Bremer Straße stationiert. Ah, Friedrichstadt, sagst du? Mensch, da bin ich bestimmt schon öfters vor deiner Nase rumgefahren. Wenn wir die langen Güterzüge, die sie über die Schleppe zusammengestellt haben, Anfang der 90er sogar noch mit den Teigtrommeln im Verschiebedienst an den Haken genommen haben. Vergiss mal deine Rede nicht. Echt interessant. War ein sehr angenehmes Gespräch im Funk, aber ich muss dich jetzt mal ungern unterbrechen. Ein anderer PF funkt mich gerade an. Dein Fahrweg ist nämlich immer noch nicht frei. Wie heißt denn du eigentlich? Die Katja bin ich. Katja Berger. Okay, vielen Dank. Dann mache ich mal hier voran. In Ordnung, Katja. Nur noch einen schönen Tag. Dasselbe wünsche ich dir auch.
nochmal zum GB 43200. GB 43200 von Freiberg, bitte kommen. Ja, GB 43200 hört. Immer noch auf dem Weg nach Öderan. Bin schon kurz vorm Ziel, was ist denn los? Korrekt. Du müsstest eigentlich schon deinen Zielbahnhof sehen können. In Kürze musst du aber trotzdem mal deinen Zug anhalten. Du hast ein rotes Licht direkt vor dir. Ja, ich kann schon sehen. Ah, so ein Mist. Jetzt volle Pulle Leistung weg. Sandstreuer reinhauen. Zugbremse voll anlegen und die Lokbremse dazu. Oh je, hoffentlich geht das gut. Hast du wohl wieder getrieft? Früher konntest du mir das nicht sagen, mein Gutster, hä? Ich hab doch gerade selber die Meldung reinbekommen, dass dir da noch eine Regionalbahn in Öderan im Wege steht und die muss da erst nochmal weg. Du brauchst dich gar nicht so anzurümpfen. Was kann ich denn dafür, wenn die ganzen Bahnlampen eben so spät informieren tun? Du musst mit deinem Dicken ja durch, bis du die Gitterzugleise oder willst du diesmal am Bahnsteig halten. Ist ja schon gut. Ich gebe mir alle Mühe, dass ich das Signal nicht überfahre. Aber die Zuglast hinten an meinem Buckel, die schiebt halt ganz schön dazu. Und leicht abschüssig ist es hier auch. Wollen wir mal den Daumen drücken, dass es passt? Ich drücke auch. Alles, was ich habe, ich drücke Daumen. Mach gut. Müsste hinhauen, glaube ich. Meine rollt schon aus. Du auch.